Kondensator zu klein ist, ist er zu schnell voll und man merkt es, dass der Timer praktisch nichts gezählt hat und dann schaltet man halt rein und der Reihe nach auf größere Widerstände um. Alles in Software im Arduino und kann dann halt messen, wie voll der Kondensator schon ist. Wir entladen das dann wieder über den Entladewiderstand. Ich weiß nicht, ob ich den da noch drinnen habe. Wir haben ja gesagt, dass der zu klein ist, den ich da nehme, dass ich also den Arduino gefährde damit, wenn der Ladestrom dann über den Kondensator zu groß wird. Dass wir also schauen, dass der nicht zu klein ist, damit wir die Input-Output vom Arduino nicht überschreiten. Und dann rechnet man halt die Kapazität aus über die gemessene Zeit und den Widerstand. So, und jetzt haben wir das Problem, also geht nur bis abwärts bis 10 Nanofarad, das tun wir mit kleineren Kapazitäten. Und da ist halt der gängige Ansatz, man erzeugt eine Schwingung und misst die Frequenz dieser Schwingung. Und da gibt es einen schönen Chip, den LE555. Den gibt es auch noch in dem guten alten Gehäuse, was man selber löten kann oder was man auf ein Steckbrett stecken kann. Das ist so ein achtbeiniges, kleines Viech. Der hat einen astabilen Mode, also wo er eine Schwingung erzeugt. Und zwei Widerstände und ein Kondensator bestimmen das. Wir nehmen relativ große Widerstände, weil wir kleine Kondensatoren messen wollen. Und wir messen die Frequenz und rechnen C aus. Frequenz messen kann man relativ gut im Arduino und natürlich mit unserem Merkur-Board auch. Dieser LE555 kostet 28 Cent. So schaut die Schaltung aus. Also wir haben den LE555, zwei Widerstände, den zumessenden Kondensator, einen fixen Kondensator für andere Zwecke und da kommt dann ein Rechteck-Signal raus. Das ist die Frequenzformel, die ziemlich grauslich ist, aber wir haben einen Computer natürlich, die Ausrechnung ist uns also wurscht. Und wir haben einen Frequenzzähler, der hat eine bestimmte Torzeit. Das heißt, wir definieren eine Zeit, die der misst, und während der Zeit misst er die Anzahl der Impulse, die da auftreten. Und dann zählt er halt die Anzahl der Impulse hoch. Und aus dem kann man dann über die Zeit, über die Torzeit und die Anzahl der Impulse ausrechnen, wie oft der da hin und her gewackelt hat und dann daraus den Kapazitätswert bestimmen. Dann geben wir es raus, entweder in Nanofarad oder in Picofarad, je nachdem, was wir gemessen haben, gleich richtig skaliert. Und damit kommen wir wirklich runter in den Picofarad-Bereich und das macht man jetzt einfach so, man nimmt beide Algorithmen, lässt die nacheinander laufen und wir schalten um, welche von den beiden Algorithmen wir wollen. Und dann kann man diese Routine dann sprintlich aufrufen. Wer das nachbauen will, das ist Code, ist auf rsc@arduino.sourceforge.net oder per E-Mail, steht für mich ganz klein da unten, da erreicht man mich für, wenn es ausprobieren will. Ja.